für sie ist es ein ganz, ganz wichtiges, Kinder zu begleiten in dieser neuen Zeit. Und da sie selbst eben auch sich selbst diagnostiziert, aber sie weiß es auch, ein ADS-Kind war und natürlich heute auch noch ADS ist, glaube ich, gibt es niemanden, der besser Verständnis für solche Kinder auch aufbringen kann, aber auch für die Eltern. Und sie wird uns jetzt eine ganz, ganz kurze Einführung über den neurophysiologischen Grundlagen geben, was es einfach auch wichtig ist zu wissen, egal ob wir Kinder haben, die jetzt ADS diagnostiziert haben oder nicht, denn sie ist im Grunde genommen einfach der absolute Kinderdoktor, der einfach ein Riesenherz hat und nur einen Wunsch hat, dass wir Eltern wieder beginnen, die Kinder mit dem Herzen zu sehen. Applaus. Danke. Danke. Ich denke mal, alle, die wir hier sind, haben direkt und indirekt mit Kindern was zu tun. Wer von Ihnen ist schon mal in die Situation gekommen, dass er durch Kinder an den Rand des Abgrunds kam und in die völlige Hilflosigkeit? Oh, ja. Genau, ich hätte mich auch gewundert, weil das ist ja, denke ich mal, auch so was ganz Normales. Aber ich denke auch, wir sind heute hier und da erhoffe ich ebenso Ihre Zustimmung, dass wir Wege finden, wie wir aus einer solchen Situation ganz günstig wieder rauskommen, wie wir mit solchen Situationen fertig werden. Und für mich ist das Wichtigste daran, ich muss, um aus einer solchen Situation rauszukommen, erst einmal auch verstehen, wie die Zusammenhänge sind. In meiner Praxis jeden Tag kommen Eltern und sagen, wissen Sie, Frau Doktor, ich wäre ja wirklich glücklich, wenn sich mein Kind anders verhalten würde, weil wenn mein Kind glücklich ist, bin ich auch glücklich. Ich glaube, das ist verkehrt rum, weil nun mal sind nicht die Kinder vor uns geboren und müssen uns vormachen, sondern wir sind vor den Kindern geboren, haben ein bisschen länger schon was gelernt und müssen den Kindern vormachen, weil die machen uns alles nach. Karl Valentin hat gesagt, wir brauchen keine Erziehung, Kinder müssen nicht erzogen werden, sie machen uns sowieso alles nach. Das Problem ist, wir gucken also jeden Tag in den Spiegel. Und der ärgert uns zwischendurch. Aber wie kann man das nun am besten ändern? Wir denken immer, dass wir alles mit dem Gehirn machen. Mein Gehirn sieht ja schon ganz gut aus. Wir haben hier vorne den sogenannten präfrontalen Kortex, der dafür zuständig ist, dass da geregelt wird. Dann haben wir die motorische Hirnrinde, das ist dieser ganze Teil, der ist dafür zuständig, dass wir bewegt werden. Dazu kommt noch ein Stückchen Kleinhirn, das für diese Bewegung mit zuständig ist. Und dann haben wir hier unten den Hirnstamm, der für die grundlegenden Stimulationen in unserem Körper zuständig ist. Aber wenn wir jetzt das Ganze mal durchschneiden, dann kommen wir noch mal ein bisschen näher an verschiedene Dinge. Und dann sehen wir, dass hier in dem vorderen Teil bestimmte Hormone freigesetzt werden. Also es passiert nicht nur elektromagnetisch hier oben was, sondern auch hormonell. Und da sind natürlich hier die Opioide, wir brauchen ja kein Morphin und ja kein Dop von außen. Wir stellen es selbst her. Und wer sich noch erinnern kann, vielleicht aus der Kindheit, wenn wir ganz doll aufgeregt waren, dann konnten wir hinstürzen, haben eine Riesenwunde gehabt
und eigentlich haben wir gar nichts gemerkt. Und das ist übrigens das, womit sich heutzutage die Jogger stimulieren. Die holen sich ihren Dop über diesen Weg. Dann haben wir hier etwas Wichtiges, und das ist das Eigentliche, was mit uns arbeitet. Hierfür, hier oben, brauchen wir im Grunde genommen eigentlich nur 15%. Die Hirnrinde hat auch nur eine Verarbeitung von 40 Bit in der Sekunde, während hier das hier 40.000 Bit in der Sekunde verarbeitet. Das ist nämlich unser emotionales Zentrum. Und dort passiert der Hauptteil in unserem Gehirn. Da entstehen die Gedanken und die Gefühle. Und darauf gehe ich später in meinem Vortrag Nachmittag nochmal ein. Und dann haben wir ein System, ein zentrales Verbindungssystem, nämlich wir haben unser Gehirn mit dem emotionalen Gehirn und dann haben wir da unten so ein Herz. Was hat denn nun das Herz mit dem Gehirn zu tun? Ich meine, wenn wir sprechen, sagen wir ja oftmals, wir haben das Herz auf der Zunge. So verkehrt ist das nicht. Das Herz ist eigentlich der tatsächliche Stimulator und er hat 5000 Mal mehr Energie und Ausstrahlung als das Gehirn. Und mit Dank unseres Herzens haben wir eine Ausstrahlung von ungefähr 20 Kilometer im Umkreis. Gibt es Messungen? Das ist also eine Wichtigkeit, das zu wissen, dass wir mit uns, mit unserem Herzen vor allen Dingen ausstrahlen. Aber das ist dann nicht nur das, sondern es ist ganz wichtig, dass wir zum Beispiel also 200 Hertz haben als Grenze. Darunter, das ist übrigens 85% unseres Lebens, verbringen wir unter 200 Hertz Energiestrahlung. Und da sind solche Gefühle und Gedanken drin wie Zorn, Frust, Neid, Schuld, die Gefühle kennen Sie alle, wa? Angst, das ist alles darunter. Und 45% unserer Zeit und unserer Energie verbringen wir hier. Hier drüber beginnt unser Leben und unser Leben fängt eigentlich an, mit dem Mut. 200 Hertz geht dann nachher bis zu 1000 Hertz. Das ist dann die Erleuchtung. Aber vorher kommen wir über den Mut und über praktisch die Toleranz, die Akzeptanz. Alles, was ist, so wie es ist, ohne Bewertung. Und dann kommen wir in das Wichtige, in die Liebe. Und die Liebe ist das, was uns hier in die Energie bringt. Und jeder weiß das, der schon mal verliebt war. In dem Moment, wo wir verliebt waren, braucht man auch kaum was zu essen. Da war der Energiepegel einfach ein ganz anderer. Und wenn wir die Kinder beobachten, wenn die in dieser Freude und in dieser Liebe und in dieser Vorstellung sind, dass etwas wirklich passiert, was mir Freude macht, was
mein Herz erfreut oder das Herz der Kinder erfreut, dann brauchen die auch nichts zu essen. Dann müssen wir die immer zum Essen einsammeln und dann freuen wir uns, wenn die dann praktisch von uns noch was abnehmen, aber eigentlich brauchen sie das in dem Moment nicht. Sie sind genährt durch ihr eigenes Herz und ihre Gefühle. Und das ist das, was hier die beiden verbindet. Das Herz ist immer Millisekunden früher in der Reaktion als das Gehirn. Und wenn wir unseren Arm heben, reagiert vorher unser Herz und sagt, das machst du alleine, das kannst du. Das ist das, was unser Herz sagt. Und wenn wir dorthin hören, was unser Herz sagt, dann sind wir auch in einer viel besseren Situation. Dann können wir viele Dinge ganz anders annehmen und das vergessen wir immer so sehr. Wir glauben immer an das Gehirn und in der Schule denken wir nun überhaupt an das Gehirn. Und da ist das, entstehen dann die Probleme, dass das Herz außen vor gelassen wird häufig und man immer denkt, man müsse denken. Ich meine, wir müssen ja wirklich tatsächlich denken. Dauernd müssen wir denken. Versuchen Sie mal, einen Moment lang nicht zu denken, Stille herzustellen. Das war für den Moment, vielleicht haben Sie es erlebt, durch diese Klangsache möglich. Daher der große Erholeffekt. Aber ansonsten, egal wo wir sind, macht unser Gehirn dauernd bla 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 bla. Und immer wird es kommentiert, was wir tun, wird kommentiert, bewertet. Das macht einfach Stress. Und nur unser Herz bringt uns letzten Endes aus dem Stress heraus, es sei denn, wir fangen bewusst an, hier in diesen Kategorien zu denken, anstatt hier. Wenn uns auffällt, dass wir hier sind, können wir, und das ist die gute Nachricht, wir können es ändern und unseren Energiepegel heben, weil der ist notwendig. Nur über 200 Hertz reagiert unsere DNA und verändert ihr Informationsmuster und damit unser Denken. Und unser Handeln, vor allen Dingen unser unbewusstes Handeln. Und das ist praktisch über diesen Weg machbar. Und dann haben wir noch zwei wichtige sozusagen Faktoren. Wir haben einmal den Sympathikus, der unser Gaspedal ist, und unser Parasympathikus, der unser Bremspedal ist. Und die Harmonie zwischen beiden ermöglicht, dass wir uns hier zwischen Herz und Hirn gut fühlen. Und wenn wir jetzt die nächsten Vorträge haben, dann würde ich Sie einfach bitten, mal diese Sache zu bedenken und da mitzufühlen. Und deshalb wünsche ich uns einen wunderschönen Tag.